Die IBB hat sehr gute Erfahrungen gemacht in der Zusammenarbeit mit dem Hightech-Zentrum oder auch mit dem Forschungsfonds. Für uns ist es wichtig, wir haben keine Entwicklungsabteilung, wo wir Leute haben können, die Entwicklung oder Innovationen vorantreiben. Und durch das ist das Angebot, das wir hier haben mit dem Hightech-Zentrum, für uns sehr gut, dass wir eben auch Innovationen können umsetzen können. Wir sind ein Vorfertiger, wir sind in der Baubranche und haben grundsätzlich das Know-how von der Photovoltaik gar nicht in-house. Und für mich ist es aber immer wichtig, dass man weiss, wo kann man Hilfe holen kann. Weil Innovation entsteht, wenn man Sachen zusammenführt, wo man eben selber nicht alle im eigenen Haus hat. Die Energiestrategie 2050 ist für uns eine extreme Chance. Und auch für alle anderen Unternehmen, die in einem ähnlichen Bereich arbeiten wie wir als Solarmanager. Und der Hauptgrund ist, das Thema wird einfach in den Köpfen der Leute viel bearbeitet. Man redet darüber. Es hat mit dezentraler Energieversorgung zu tun. Es hat mit E-Mobilität zu tun. Es hat damit zu tun, wie können wir all die Autos laden, die jetzt kommen. Und dort spielt unser Produkt einen extrem wichtigen Faktor. Also die Energiewende ist für uns als Hersteller von Isolationsmaterial ja selbstverständlich Herausforderung und Chance zugleich. Herausforderung, weil wir selbstverständlich auch sehr bestrebt sind, unsere Energieträger von den fossilen Energieträgern wegzubringen. Und Chance zugleich, weil wir selbstverständlich mit unseren Materialien gerne dazu beitragen können, dass der Energiebedarf insgesamt sinkt. Das Hightech-Zentrum hat uns schon in früher Phase sehr stark unterstützt. Man hat uns dann auch die richtigen Türen geöffnet an den Fachhochschulen mit den richtigen Professoren. Und dann haben wir dort zusammen eigentlich, die Projekte durchgearbeitet mit der Unterstützung des Forschungsfonds und haben diese Produkte heute im Markt.